Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn ihr noch zu den 76% gehört, die nicht abonniert haben, dann wird es Zeit, das zu ändern. Wenn ihr mich auch keine Videos verpassen wollt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Ist kostenlos und würde ich mich wirklich riesig supporten. Heute gehen die Server auch offline ab 9 Uhr wieder. Warum es am Mittwoch jetzt kommt, keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, es sollte gestern kommen. Aber nun gut, jetzt kommt es eben halt heute. Ja. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an. Und heute haben wir den Berg-Skin zurück. Ich glaube, der war ja zur Abstimmung. Also man konnte dafür voten für den Skin. Die anderen Skins sind, glaube ich, noch nicht rausgekommen, für die man sonst hätte voten können. Auf jeden Fall hat er 4 verschiedene Stile. Einmal schimmernd und mit Jacke, einmal nur schimmernd und ohne Jacke, dann mit Jacke und normal und Standard. Ist eigentlich ein ganz nicer Skin, gibt es ja auch in der Der Burger und in der Tomato Head Variante. Ist eigentlich ein ganz nicer Skin, dann gibt es dazu passend kleine Happen, eben halt hier jetzt mit Der Burger und Tomato Head Kopf. Ja. Ist ganz nice eigentlich, kann man sich kaufen. Dann als nächstes haben wir den Sonnenvogel, finde ich einen coolen Skin. Kann man auch ohne Maske anhaben. Die Farben gefallen mir. Sieht nice aus, der Skin. Kann man sich auf jeden Fall kaufen. Auch hier hinten das Backpack sieht eigentlich ganz nice aus. Die männliche Variante gefällt mir persönlich ganz gut. Hier kann man auch nicht die Maske abnehmen. Ja. Dazu gibt es dann noch die Spitzhacke Axtech. Hat einen relativ dumpfen Sound. Die Farben hier orange-grün, eben also im Maya-Stil gehalten. Sieht eigentlich ganz nice aus. Und als letztes noch der Sonnenaufgang-Gleiter. Hier finde ich die Animation wirklich richtig, richtig cool. Mit diesen Stäben, die dann so nacheinander rauskommen. Ist auch nicht allzu laut, schön kleiner Gleiter. Kann man sich dementsprechend auch gut kaufen. Dann haben wir den Gewitter-Skin. Ist hier mal ein ganz nice Skin eigentlich. Ist zwar legendär, deshalb auch etwas teurer, hat allerdings aber auch viele Elemente hier überall, so bestehend aus Sturm und Blitze überall auf dem Körper. Sieht schon ziemlich nice aus, das Skin kann man sich kaufen. Dann gibt es noch die ganz günstige Variante, sozusagen die weibliche Variante, auch wenn es nicht richtig die weibliche Variante ist, weil die nun mal nicht zum Set gehört. Aber trotzdem wird auch mit Blitz, ja, schlicht gehalten, ne, im Anzug, Gold, Blau, also Gold, Hellblau, Dunkelblau. Die Farben gefallen mir eigentlich ziemlich gut, kann man sich kaufen. Dann noch die Sturmblitz-Spitzhacke. Sieht eigentlich auch ganz nice aus, vor allen Dingen der Effekt hier. Also ein richtiger Blitz, der dann da rausschießt. Und dann Sturmauge als Gleiter. Sieht auch richtig, richtig cool aus. Ich glaube, diese ganzen Streifen sind nur Grafikbugs. Weil das irgendwie ziemlich unkontrolliert aussieht. Wobei es natürlich auch richtig sein kann, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja, auf jeden Fall, der Gleiter sieht ziemlich nice aus. Ist ja etwas komplett anderes. Und als letztes haben wir noch die Turbulent-Lackierung. Sieht ziemlich nice aus. Hier auch wieder mit schönem Gold und dann hier einer gut ersichtlichen Animation. Dann haben wir als nächstes den Biss-Skin. Für den blauen Skin auf jeden Fall viele Aspekte hier dran. Dort ein Revolver, hier verschiedene Sprühdosen. Relativ farbenfroh gehalten auch der Skin. Und eine schön goldene Jacke. Sieht eigentlich ganz nice aus, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Dann noch Trigger Shuffle. Ist ganz in Ordnung, wäre jetzt aber nicht mein Favorite. Dann haben wir Sergeant Brutzel. Ist ein nicer Skin. Ja. Haben wir auch nicht allzu viele, weil er relativ selten, glaube ich, bisher im Shop war. Wobei, ich glaube, die weibliche Variante war sogar häufiger drin als die männliche, aber die männliche ist ja relativ selten, glaube ich, eigentlich. Ja, das Skin an sich ist aber eigentlich trotzdem ganz nice. Dann haben wir die Geist-Spitzhacke. Ist ganz in Ordnung, allerdings nichts wirklich Besonderes. Dann haben wir Wurfscheibenwirbler. Super coole Musik auf jeden Fall. Auch geil, wie einfach jeder Emote bei diesem Skin buggy ist, weil einfach
Egal, ob es eine Zielscheibe oder das Schild beim Victory Royale Emote, geht einfach alles durch den Umhang durch. Ja, auf jeden Fall super cool Emote, meiner Meinung nach. Als letztes haben wir noch Jubelstimmung. Klassisch Season 2 Emote. Ist ganz nice eigentlich, kann man sich kaufen. Ist jetzt aber auch nichts wirklich Besonderes. Das war's dann mit dem Modding Shop Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.